Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir. Ich zeige dir heute, wie du verschiedene Blätter mit Aquarellfarbe gestalten kannst. Schnapp dir ein paar Rundpinsel in verschiedenen Größen und Aquarellpapier und dann kann es auch schon losgehen. Bevor es aber losgeht, können wir uns ein paar Farben in unserem Aquarellkasten schon mal aktivieren. Das bedeutet, ich gehe in mein Wasser und kann jetzt schon mal hier auf alle Näpfchen, die ich nachher benutzen möchte, also meine ganzen Grüntöne vor allem Dingen, ein bisschen Wasser geben, damit sich die Pigmente in dem Näpfchen schon mal aktivieren können in Ruhe. Genauso wie hier unten, da hatte ich mir schon mal Grüntöne zurechtgelegt. Die Farben aktiviere ich auch schon mal, damit ich gleich auch loslegen kann. Und wir starten gleich mit der ersten grünen Farbe. Und deshalb kannst du dir in einem Näpfchen auch schon mal einen Grünton mit Wasser anmischen. Denn wir werden gleich einiges davon brauchen und wir starten mit den ersten Blättern. Ich habe mir jetzt hier einen Rundpinsel geschnappt, der eine sehr, sehr feine Spitze hat, wie du hier sehen kannst. Das ist ganz, ganz essentiell für unsere Blätter, denn wir möchten unsere Blätter mit nur einem Schwung, einem Pinselstrich malen. Ich starte hier einmal, indem ich nur die Pinselspitze auf mein Papier gebe und mir einen sehr, sehr, sehr dünnen Stiel ziehe. Das funktioniert bei mir am besten, indem ich meine Handseite auf das Papier lege und wirklich nur die Spitze in einer Rotation ziehe. Anschließend brauchen wir ein bisschen mehr Farbe, deshalb können wir richtig schön in unser Näpfchen hier reingehen und richtig schön den Pinsel, den ganzen Pinsel voll machen mit Farbe. Und dann gehen wir an den Ansatz unseres Stiels mit der Pinselspitze, drücken einmal auf unseren Pinsel drauf und ziehen uns langsam diese Form einmal zurecht. Das mache ich, indem ich erst die Pinselspitze aufdrücke, dann den ganzen Pinselbauch und dann langsam meinen Druck wieder wegnehme. Wenn dabei solche Ecken und Kanten entstehen, ist das gar nicht schlimm, weil das machen deine Blätter später so richtig schön speziell. Das heißt, du musst keine perfekte Form hinbekommen. Es ist nur wichtig, dass du am Anfang und am Ende schön spitz zuläufst. Das Ganze mache ich jetzt auch nochmal, damit du das gut sehen kannst. Ich starte mit der Pinselspitze, gebe Druck drauf und nehme den Druck wieder weg und mache das Ganze daneben noch einmal, um das Blatt schön bauchig dick zu malen. Sollte es mal dazu kommen, dass du diese Spitze nicht so gut ausgearbeitet bekommst, zum Beispiel, dass es dann so aussieht, entweder lässt du das so, weil das auch wunderschön aussieht, oder du gehst, solange das alles noch nass ist, hin und ziehst dir die Spitze einfach noch mal so ein bisschen mit deiner Pinselspitze zurecht. Das heißt, du kannst auch immer so ein bisschen nachjustieren. Falls dir diese Pinselbewegung zu schwierig erscheint, kannst du auf einem Probepapier super gerne das Ganze einfach mal üben. Am Anfang wird es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger sein, aber irgendwann hat man den Dreh raus und dann kann man super, super schnell Blätter malen. Genauso wie ich das jetzt hier einmal mache. Ich habe ja eben schon gesagt, dass man die Blätter relativ akkurat malen kann. Man kann sie aber auch ein bisschen abstrakter gestalten. Dafür setze ich hier neben nochmal einen Stiel und mache das Ganze jetzt ein bisschen rougher. Das heißt, ich mache einfach schnellere Pinselbewegungen und dadurch wird der Abschluss meiner Blätter so ein bisschen krüsseliger und das Ganze wirkt viel, viel intuitiver, lockerer und irgendwie so ein bisschen loose. Das Schöne ist, solange unsere Blätter ja noch nass sind, können wir tendenziell sogar in einen zweiten Grünton reingehen. Zum Beispiel hier habe ich so ein Pyreliengrün. Dann gehe ich mit meiner Pinselspitze hin und gebe einfach in die nasse Fläche, also das Blatt muss wirklich noch nass sein, kann ich so ein bisschen dunkle Farbe noch hinzufügen und dann verläuft das Ganze wunderschön und es ergeben sich schöne Akzente innerhalb des Blattes. Schön sieht es außerdem aus, wenn du deine Blätter nicht alle gleichmäßig dunkel malst, das heißt, dass die verschiedene Helligkeitsstufen haben. Wenn ich zum Beispiel hingehe und einfach in meine Farbmischung ein bisschen mehr Wasser gebe, dann erhalte ich ja automatisch auch einen helleren Aquarellton. Und so kann ich zum Beispiel die ersten Blätter wesentlich heller malen
einfach links, rechts so ein bisschen verteilt. Und anschließend nochmal ein bisschen mehr Pigment hinzufügen. Also ich kann zum Beispiel einfach dann hier aus meinem Näpfchen einmal wieder hochpigmentiertere Farbe rausnehmen. Hier nochmal vermischen mit meiner helleren Farbmischung. Und anschließend ein paar dunkle Akzente setzen, indem ich einige Blätter viel, viel dunkler mache. Und durch dieses Spiel zwischen hellen Farben und dunklen Farben erschaffe ich automatisch eine richtig schöne Dynamik im Bild. Diese drei Versionen lasse ich jetzt erstmal trocknen, weil später werde ich dir noch ein paar Details zeigen. Aber wir machen mal mit dem nächsten Blatt weiter, was man malen könnte. Und zwar nicht mit zwei Pinselstrichen, sondern mit einem Pinselstrich. Dafür nehme ich mir jetzt einfach mal eine andere Farbe, damit das Ganze später schön abwechslungsreich aussieht. Und ziehe mir wieder zu Anfang einen Stiel. Und ergänze jetzt einzelne Blätter. Das heißt, ich starte wieder mit meiner Pinselspitze am Ansatz des Stiels, bleibe diesmal aber gerade und ziehe mir mit nur einem Pinselstrich ein Blatt. Auch hier kann ich jetzt darauf achten, dass die Blätter unterschiedlich gefärbt sind. Das heißt, hier habe ich jetzt zwei sehr helle Blätter. Jetzt gehe ich nochmal in mein Pigment rein und mische mir nochmal hier irgendwo in meinem Kasten einen dunkleren Ton an und kann so abwechselnd dunkle und helle Blätter malen. Mit diesen beiden Techniken kannst du jetzt schon super viel anfangen, denn du kannst zum Beispiel mal einen anderen Rundpinsel dir schnappen. Ich habe zum Beispiel jetzt hier einen, der die Größe 4 hat, also etwas kleiner, und werde jetzt nochmal mit derselben Technik von gerade eine etwas andere Blattform erzeugen. Ich starte auch hier wieder mit meinem Stiel und versuche jetzt, mein Blatt sehr, sehr schmal und sehr, sehr lang zu halten. Dadurch, dass der Pinsel jetzt einfach kleiner ist, macht er natürlich, fächert er sich weniger auf, und dadurch werden natürlich jetzt meine Blätter noch filigraner und schmaler. Auch hier kann ich natürlich jederzeit mit einem zweiten Farbton oder einfach mit mehr Pigment mir nochmal ein paar Kontraste schaffen. Also ich gehe zum Beispiel hier jetzt einfach nochmal in die Farbe rein, die ich gerade benutzt habe, nur direkt ins Näpfchen, um viel Pigment aufzunehmen, und kann zum Beispiel hier so ein bisschen den Stiel nochmal ein bisschen nachziehen, dass der mehr Kontrast bekommt und mehr heraussticht. Oder je nachdem, ob irgendwo noch ein Blatt nass ist, kann ich natürlich nochmal reintupfen an ein, zwei Stellen. Und dann ergeben sich entweder Punkte oder das Ganze verläuft dann nochmal so richtig schön. Und durch dieses Spiel mit hell und dunkel sieht das Ganze richtig lebendig aus. Eine letzte Version zeige ich dir jetzt auch nochmal mit dem Pinsel von eben, also dem 7er Pinsel. Du kannst nämlich natürlich auch deine Blätter mit noch mehr Schwung versehen und dadurch werden sie noch dicker. Also ich werde mir jetzt hier zum Beispiel mal so ein zwei Stiele ziehen. Und jetzt gehe ich hin und mache dasselbe, was ich oben auch schon gemacht habe, außer dass ich dem Ganzen noch mehr Schwung gebe. Das heißt, ich starte wieder mit der Pinselspitze und dann drücke ich meine Pinselspitze so nach außen und versuche, so einen S-Schwung hinzubekommen, wie ein halbes S eigentlich. Es kann sein, dass bei dir dadurch in der Mitte so ein Weißraum entsteht, wie bei mir auch. Das ist aber kein Problem, den fülle ich dann einfach mit einem Pinselstrich nochmal aus. Und wenn die Spitze nicht so schön geworden ist, kann ich auch hier so ein bisschen nachjustieren, je nachdem, wie genau ich es haben möchte. Das Ganze mache ich hier auf der anderen Seite auch direkt nochmal. Also ich starte mit der Pinselspitze, mache so eine S-Form, dass das richtig schön aussieht wie so ein Hügel. Oben und unten einmal. Und fülle den Rest in der Mitte aus. Das Ganze wirkt dann schon fast so wie Eukalyptusblätter vielleicht, also sehr bauchige, sehr runde Blätter. Auch hier kann ich gucken, dass ich zum Beispiel mal ein Blatt schön hell mache
damit ich hier wieder schöne Kontraste habe. Wahrscheinlich wird es in die eine Richtung bei dir einfacher sein als in die andere. Also vielleicht musst du dein Blatt auch drehen, dass du immer denselben Winkel hast. Gerade zu Anfang ist es natürlich sehr schwierig, so über Kopf zu malen. Das geht meistens als Rechtshänderin am besten, wenn ich dann wirklich auf der rechten Seite das Blatt male und sonst halt mein Papier einmal drehe. Und wenn deine Blätter mal nicht ganz so genau werden, finde ich das gerade sehr schön, weil hier ist das Ganze ja wirklich sehr grafisch geworden. Das Blatt ist jetzt schon so ein bisschen wieder, hat so ein paar Ecken und Kanten, so ein paar Hügel, aber das gefällt mir tatsächlich am besten so, weil es dann noch ein bisschen natürlicher aussieht. Und auch hier kannst du natürlich, je nachdem wie hell jetzt dein Blatt geworden ist oder die Blätter, nochmal in dein Pigment reingehen. Das bedeutet, ich gehe hier nochmal direkt ins Näpfchen, aber nur mit der Pinselspitze, hole mir hier nochmal richtig viel Pigment raus und kann dann mit der Pinselspitze nochmal zum Beispiel hier die Spitze meines Blattes nachjustieren, dann wird die auch direkt ein bisschen dunkler oder den Stiel so ein bisschen nachfahren an ein, zwei Stellen. Und durch diese ganz kleinen Details bekommt jetzt dein Blatt so eine richtig schöne Tiefe. Damit haben wir jetzt erstmal alle Blätter soweit fertig. Jetzt gibt es noch einen kleinen Tipp von mir, wie du die Blätter mit ein paar Details noch aufhübschen kannst. Für diesen Schritt brauchst du jetzt einen sehr dünnen, feinen Pinsel. Ich habe jetzt hier einen in der Größe 0 und mit einer sehr feinen Spitze. Und dann gehe ich jetzt nochmal in die Farbe rein, die ich eben auch verwendet habe. Du kannst tendenziell aber auch einen anderen Grünton verwenden. Also ich könnte entweder genau denselben nehmen oder noch einen anderen Farbton dazu mischen. Jetzt streife ich meinen Pinsel einmal hier am Rand ab, damit er nicht zu voll gesogen ist. Und jetzt kann ich zum Beispiel hier bei meinem ersten Blatt einfach in die Mitte so eine typische Blattader ziehen und das Ganze so richtig schön akzentuieren. Das kannst du jetzt entweder bei allen Blättern machen oder nur bei ein paar. Also ich finde, es sieht beides schön aus, wenn man so 50-50 hat oder wenn man alle einfach mit den Blattadern versieht. Und jetzt hat nämlich diese Version schon viel, viel mehr Detailtiefe. Was du alternativ machen kannst, ist, dass du weniger Blattadern machst. Also zum Beispiel bei der Version würde ich dir mal zeigen, wie es aussieht, wenn man einfach nur eine Linie in die Mitte macht. Das wirkt dann auch direkt schon wieder so ein bisschen nicht mehr so realistisch, sondern eher so ein bisschen künstlerischer, verspielter. Also ich gehe hin und mache einfach nur eine Linie durch die Mitte jeweils. Das gibt dem Ganzen jetzt Struktur und Detailtiefe, aber es wirkt trotzdem noch relativ abstrakt. Das kannst du jetzt auch bei allen Blättern machen oder nur bei ein paar, wie du es am schönsten findest. Und auch wenn das schon getrocknet ist, kannst du natürlich super nochmal mit dem dünnen Pinsel in dein Pigment reingehen und dir richtig dunkle Farbe aufnehmen und kannst zum Beispiel auch nochmal hier und da ein paar Stellen dunkler machen. Einfach nur so am Stiel zum Beispiel oder bei der Spitze eines Blattes, weil es tatsächlich so ist, dass Aquarellfarben immer sehr hell nachtrocknen. Also die sehen im nassen Zustand immer viel, viel dunkler aus als im hellen. Und deshalb muss man manchmal im Nachhinein nochmal ein paar Kontraste ergänzen. Bei dieser Variante würde ich zum Beispiel das Ganze noch mehr abstrahieren und mehrere Linien als Blattader setzen. Dafür nehme ich mir wieder den Ton hier nur ein bisschen dunkler. Und dann kann ich einfach hier einmal ganz viele Linien ziehen anstatt nur einer und kann auch über mein Blatt hinausgehen. Und das wirkt natürlich dann auch nochmal viel, viel spezieller und künstlerischer. Bei unserem letzten Blätterzweig würde ich jetzt nochmal Blattadern setzen, die relativ natürlich sind, aber ich würde die so ein bisschen durchbrochen machen. Das heißt,
Ich starte mit einer leichten Linie in der Mitte, die gar nicht bis zum Ende geht, sondern nur so drei Viertel lang, würde ich sagen. Und dann deute ich einfach nur so ein bisschen die ersten Blattadern an und mache gar nicht viel mehr. Dadurch sieht das Ganze noch natürlicher aus, weil es nicht ganz so grafisch wirkt, zum Beispiel wie bei der ersten Variante, sondern so ein bisschen subtiler. Ich hoffe, dieser kleine Exkurs an Blättermalen hat dir gefallen. Wenn du gerne noch mehr Aquarell malen möchtest, abonniere sehr gerne unseren Kanal. Da gibt es jeden Mittwoch um 18 Uhr ein neues Video. Und dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Nachmachen.